Ich habe gestern einen Podcast-Bonus bekommen, ne? Für die Leute, die das verpasst haben. 50 Riesen habe ich von der vom Plattenlabel bekommen für die Podcast-Sachen. Mhm. Guck, ob das Geld noch da ist. Gestern gab es Probleme mit dem Server. Ja, ist noch da. Genau, das waren die 50.000 wegen der Klickkauf-Scheiße. Die habe ich auch bekommen. Voll gut. Endlich zahlt sich meine Podcast-Erfahrung mal aus. Folge 2 ist noch nicht fertig. Muss ich mir jetzt mal ransetzen. Ich will das Anfang nächster Woche fertig haben. Dass wir so einmal die Woche releasen können. Ja, ich muss mal gucken. Irgendein cooles altes Auto wäre nice. Wird da hier schon wieder jemand zusammengeschlagen? Ja? So. Moin. Hallo. So, Herr Pearson, haben Sie den Marcel mal gerade eine verpasst oder habe ich das falsch gesehen? Das haben Sie falsch gesehen. Na gut, ich dachte schon, er hätte eine Buchhaltung oder so, irgendeine Administration nicht rein. Wir fangen wieder mit persönlicher Züchtigung an. Denke ich mal drüber nach. Oh ja, klar, mit so einem Stock. Oh. So. Also Sie haben heute eine Verhandlung, ne? Ja, 20 Uhr. Moin, Herr Winkler. Ja, guten Abend. Na? Hallo. Na, alles gut bei Ihnen? Oh ja, einer von Ihren Leuten macht heute die Verhandlung mit Sanchez, glaube ich, oder? Ja, ursprünglich ich. Ursprünglich Sie? Ursprünglich ich. Bin ja mal gespannt. Na ja, mal gucken, wa? Also, ich muss sagen, ich habe heute Nacht um 2 Uhr die Akte zugeschickt bekommen. Ja, dann haben Sie hoffentlich einen sehr, sehr knappen, beziehungsweise einen sehr, sehr effizienten Schlaf gehabt, würde ich sagen, wa? Ich habe die gerade erst gelesen, ich sag's Ihnen, wie es ist. Oh Gott, Kopfschmerzen, was ist denn hier wieder los? Aber im Wolfcast steckt auch mehr Arbeit drin als im normalen Alma-Arabica. Ey, es tut mir leid, das zuzugeben, aber das stimmt. Es steckt mehr Arbeit drin im RP-Podcast als im tatsächlichen Podcast. Gut, ambitioniert vom Staatsanwalt, ja. Er erzählt mir nämlich, er hätte 3 Zeugen geladen, aber ich sehe jetzt gar keine Zeugen hier. Das ist ja eine tolle Vorbereitung, die ich hier machen kann. Ja, die Akte gibt halt auch sehr viel her, ne? Sie gibt gar nichts her. Na, lassen wir uns mal vor Gericht überraschen. Gucken wir mal. Das werde ich auch sein. Überrascht. Ja. Zu Recht wahrscheinlich auch. Man kann ja einfach mal spontan reagieren. Moment. Vor allen Dingen, ich hatte ja vor 4 Tagen schon die Akte angefordert, ne, dass ich erst heute Nacht kriege. Zu zweit machen die das. Naja, McElroy ist, glaube ich, auch mit dabei. Ja, McElroy macht Unterstützung. Abend. Ja, Moment. Abend. Ja, Tanaka und McElroy, genau. Wollte eben nur kurz Post holen und sehe, dass beim Nachbarn das Dach fehlt. What the fuck? Wait, what? Ach scheiße, Tornado-Warnung und so ein Scheiß, ne? Ah. Damn. Das ist ja krass. Ein Tornado. Ja, werde ich mal versuchen, den Herrn Sanchez nochmal zu erreichen. Oder wie die Klimaleugner sagen würden, naja, das ist eine Windhose. Das ist ganz normal. Ein Tornado, Digga. Guten Abend. Guten Abend. Moin. Hallo. Ich bin von der Security. Man hat mir gestern gesagt, heute um 20 Uhr wäre hier wohl wäre hier wohl was? Eine Gerichtsverhandlung? Gerichtsverhandlung, ja. Gerichtsverhandlung, dankeschön, Mrs. Waterfall, tut mir leid. Okay, ja gut, dann ist das nicht keine falsche Information gewesen. Dann stehe ich mal draußen hin und wenn irgendwas ist, dann einfach Bescheid sagen, ne? Ja, klar. Jo, danke. Ich möchte mich bei allen Geschäftspartnern für die Unannehmlichkeiten der letzten Tage entschuldigen. Wir mussten unsere Milestones neu definieren und den Fokus umschiften. Privat aber. Hä? Wer hat das geschrieben? Billy Billionär. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Und warum schreibt die Frau Söderberg darunter, dass sie um Rückruf bittet? Billy Billionär. Billy Mir sagt Billionär. Der Name überhaupt gar nicht. Das ist ein Fantasiename, oder nicht? Ja, eigentlich ist es Billy so. Billionär. Also... jetzt auch nicht. Welches Geschäft hat er? Also. Allgemeine Allgemeinberatung. Ah ja. Naja, klar.
Ist auch ein sehr allgemeines Statement. Im Bereich passive Einkommensgenerierung, Lifestyle-Coaching, allgemeine Allgemeinberatung und Volleyball. Und Volleyball. Ja. Das ist ja fast so wie die hier die spezielle Spezialpolizei. Ja. Nee. So. Ach ja. Ach ja, ich dachte, der wäre zu blöd, das zu schreiben, aber der hat Believe, also mit Billy. Believe in yourself. Gibt es denn jetzt eigentlich eine, gibt es jetzt eigentlich schon eine Positionierung von Stayin zu der Situation mit den desaströsen konstruktellen Maßnahmen hier im Department of Justice gegeben? Ich habe Mr. Stayin dann nicht erreichen können. Aber ich finde das auch eine Unmöglichkeit, dass Commander Patterson ein größeres Büro hat als ich. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich habe gar kein Büro. Natürlich. Aber kein eigenes. Aber das teilen Sie sich mit einem anderen von. Ja, genau, wie eine Umkleidekabine. Naja, also es ist... Nee, das ist genau dasselbe. Glauben Sie mir, ich habe in meinem Auto gewohnt. Ich weiß, wie es ist, sich eine Umkleidekabine und eine Duschkabine zu teilen. Der hat eine Dusche in dem Auto? Nein, aber in dem Fitnessstudio, in dem ich duschen gewesen bin. Naja, also eine Umkleidekabine würde ich das jetzt nicht. Aber wir konzentrieren uns mal auf das richtige Problem, nämlich dass Commander Patterson Büro deutlich besser ausgestattet ist als meins. Also ich weiß nicht, ob das das wesentliche Problem ist, aber der Standard ist deutlich zu hoch. Richtig. Lass einfach Departments tauschen. Der Standard ist deutlich zu hoch. Ja, und denn der Kamin, das geht so nicht. Wir müssen einen Mittelwert finden. Ich habe keinen Standard, Sie haben einen Standard und der Patterson hat zu viel Standard. Und wir müssen so einen Mittelwert finden. Der hat einen Kamin in seinem Büro. Ja, ein Kamin, und eine, ja. Eine Barista-Einheit. Ja, da ist Steuergeld kann der den nicht, ja, die kann aber nicht bedienen, also wird daraus niemand. Eine Barista-Einheit. Das ist egal. Da wird sich irgendjemand, da kommt Kaffee raus, der muss 25 Minuten verarbeitet werden. Und dann machen die da Ende mit so Zahnstochern, so Rosen rein und so. Mit Zahnstochern? Naja, die machen das mit Zahnstochern, wenn die da was reinmalen. Ach so. Okay. Warum? Abend. Moin. Deswegen muss ich immer so lange auf meinen Kaffee warten oder was, weil die da noch mit Zahnstochern. Ja, die malen da ihr Gesicht meistens rein. Haben Sie das so nicht gesehen? Ich achte da nicht drauf, ich trinke einfach meinen Kaffee. Wer guckt sich das denn an? Naja, wenn was ist das denn für eine Zeitverschwendung? Dafür zahle ich denen dann auch noch mehr für den Kaffee, weil da mehr Lohn ist. Ja. Es gibt eine ganze berufliche Perspektive diesbezüglich, Baristas. Die sind nur aus, die werden nur aus. Mit Zahnstochern irgendwelche Bildchen in Kaffeekleber zu malen oder was? Ja. Ich dachte, das ging jetzt irgendwie schneller oder so, aber das ist ja. Nein, es wird nur langsamer. Na gut, das ist meine Entschleunigung, wie ich den nicht mag, ne? Oh ja. Wenn der Kaffee zu lange dauert. So, ich muss mal kurz in die neuen Liberty Beats Trends reinhören. Achso, machen wir. Da scheint ja wohl ein heftiger Schuss, da eine heftige Schüsse auf Liberty Beats zu sein. Wurde der denn gebottet? Nicht 4700 Mal gehört, sondern nur 47 Mal. Leco mio. Das ist ja was. Wirklich? Wie kann das denn sein? Die anderen Songs, die wurden doch 864 Mal gehört. Oder 1200 Mal. Wie kommt das denn zustande? Hä? So. Von wem denn? Was? Von wem? Hallo? Hallo. Prost, na? Tanaka, ja? Sind Sie das? Ja. Ja gut, dann sehe ich Sie gleich vor Gericht. Ja, richtig. Jetzt haben sich sogar noch Zeugen aufgetan seit heute. Es haben sich Zeugen aufgetan? Ja, drei Zeugen. Drei Zeugen? Drei Zeugen, drei Officer. Sogar die beiden Chefs. Vom BD. Soll ich jetzt? Ja, die hatte ich vorhin noch nicht. Die habe ich auch die Tage nicht erreicht und ich habe tatsächlich da noch bis zuletzt ermittelt. Ich hatte gestern Abend die Frau Davis um Mitternacht da. Die konnte mir zum Glück etwas mehr sagen, wer dabei war. Auch wenn die Dame sich selber nicht mehr ganz erinnern konnte. Die ist ja jetzt nicht mehr beim PD, sondern bedient sich. Ja, das werden sie nachher schön alles zeigen können. Mich interessiert das jetzt nicht. Nee, ich sag's nur. Aber die wusste zum Glück, wer dabei war. Deshalb haben sich zum heute neue Zeugen aufgetan. Weiß zufällig jemand, wo der Laden Le Boutique ist? Wo der Laden Le Boutique ist, Auf der Couch? Bei Typica mit drin. Ah.
glaube ich. Ich meine ja. Wollen wir kurz reden, Herr McElroy? Ja, ja, können wir machen. Warte, Herr Wolf erstmal. Moin. Moin, haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Ich sag immer Moin, das sagt man bis 22 Uhr. Haben Sie mal auf die Uhr geguckt? Okay, Sie haben recht. Moin. Moin. Tippica, jetzt war ich noch nie in der Spiele. Wo ist denn das Ding jetzt schon wieder? Mein Gott, Wolf, sage ich, Frosty, müssen wir die Karte lesen lernen. Ja, ich bin dabei. Ja, machen Sie das mal. Ich habe das schon gestern gewusst, als Sie aus der anderen Richtung vom Liberty Records gekommen sind. War ich schon wieder, also wirklich. Dachte ich mir schon, ich muss mal also einen rauchen jetzt hier. So. Na, kommen Ihre Kollegen heute noch? Gute Frage, ich erreiche bis jetzt keinen. Na gut, gestern dann hat man zu mir gesagt, ich soll maximal 19:30 erreichbar sein. Bin seit 19 Uhr hier. Dann tun Sie mir mal einen Gefallen und positionieren sich am Scanner und durchsuchen die Leute, ob sie Waffen dabei haben. Die sollen sie dann ablegen. Mhm. Das können Sie jetzt direkt machen. Ja, ja, habe ich schon angefangen hier draußen. Alles klar. Aber kann ich auch drin machen. Naja, wie Sie wollen. Wir haben ja jetzt einen Scanner als Unterstützung. Ich weiß nicht, ob der noch funktioniert. Ja, ja, klar. Ich also heute noch nicht, jetzt nicht gepiept. Ja, ich auch nicht. Ja. Ah, mal gucken. Aber bis jetzt ist ja noch ruhig. Einer hat bis jetzt nur zwei Nicht-Mitarbeiter. Naja. Denken Sie, wird das ein langes Ding oder? Keine Ahnung. Ein kurzes. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gehört, es gibt jetzt mehr Zeugen oder. Weiß ich nicht. Mhm. Bin da sehr offen für jegliche Entwicklung in diesem Prozess. Wenn mal das für alle Seiten irgendwie das Beste rauskommt, ne? Das ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass es jetzt einhalten wird, wa? Ja gut, ist klar, ne? Aber man will ja auch niemanden irgendwie zwanghaft das Geld aus der Tasche ziehen. Denke ich mal. Nö, die können auch ins Gefängnis gehen. Oder jemanden zwanghaft ins Gefängnis stecken. Naja, zwanghaftes Gefängnis immer, ne? Ja, Sie wissen, was ich meine. Unbegründet meinen Sie, unbegründet. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, heute ist irgendwie sprachlich nicht so mein Ding. So. Okay, Sie wissen Bescheid. Ja. Stellung halten. DOJ@start.org. Was ist das denn? Was? Schusswaffe Absatz 3. Nötigung Freiheitsberaubung. Wer einen Menschen gefangen hält, wird mit einer Geldstrafe bis zu 50.000 bestraft. Aber in der Akte steht drin, dass er da reingegangen ist. Marino ist reingegangen und kam dann wieder raus. Wir haben den Täter geschnappt, als dieser weggerannt ist. Hä? Wo ist denn da jetzt die Freiheitsberaubung? Ja, was wird das bitte für ein Prozess? Also ich bin ja jetzt mal sehr gespannt, wie die Argumentation ist. Ja? Hä? Hier steht ja, die Akte ist ja eine Katastrophe. Also, ich bin ja mal, also, uff. Alter Scheiße. Was hat der Obdachlose da draußen eine Polizeiuniform an? Fragen Sie bitte nicht, das ist noch neu. Ja, haben wir auch schon gesagt, wie das funktioniert. Das ist halt ein paar Tagen lang. Ja. Grundsätzliche Hygienevorschriften hat man da im Polizeidepartement nicht mehr, wa? Anscheinend seit den letzten Tagen nicht mehr. Na gut, alles klar. Ja. Der Obdachlose, wo ist? Ich habe nie so ausgesehen. Ich habe nie so ausgesehen. Ich habe nur das Leben gelebt. Grüße, kleine. Ein ehrliches Leben. Auf dem Rücksitz meines Autos. Gibt es eigentlich GTA-RP-Tutorials? Das ist mal eine berechtigte Frage, weil es gibt immer wieder Leute, die da fragen. Aber Tutorials klingt, ich weiß, gibt es GTA-RP-Tutorials wirklich für komplette Anfänger? Wie wird ein Obdachloser zum Richter? Das ist der amerikanische Traum, Digga. Johnny Laser? Aster, du kleiner Lurch. Molotow-Cocktail Jordan Jules.
What? Was wurde geworfen? Toll? Was ist das denn? Lecco mio, Digga. Eieiei. Verstorbener am RD. Alter, wie viele Leichen gefunden wurden, ne? Unglaublich. Die Akte sieht scheiße aus, McElroy. Genau deswegen wollten wir den Termin halten. tatsächlich habe ich das mit Baker so abgesprochen. Ach so? Weil, ja, wenn er eine Anklage anreicht, muss er auch dafür gerade stehen. Ich bin gespannt, wa? So, was haben wir denn jetzt hier? Ach, ich wollte noch mal gucken, wie der Typ heißt. Der heißt Umberto Sanchez, ne? Umberto Sanchez. Bibi hat sich von Julian getrennt. Ich bin schon längst in Julians DMs. I know. Ah, hier! Boy! Hey Mann, na? Wie geht's? Ja, ganz gut. Ich muss heute das erste Mal aussaugen. Bin ganz aufgeregt. Ja, ja, machen Sie sich nicht fruchtig. Nö, ach. Sie werden draußen sitzen und dann aufgerufen oder wie machen wir das? Nee, ich muss ja jetzt drinnen bleiben zur Absicherung. Ach, Sie müssen auch drin bleiben zur Absicherung. Also Sie haben einfach zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ne? So ist es. Na gut, na gut. Haben Sie heute den Vorsitz? Ich mache, ja. Oha. Na ja, dann. Na dann. Wird schon schief gehen. Ja, alles ruhig bleiben, ruhig atmen. Ich bin tiefenentspannt, alles gut. Ich bin so viele 1043 letztens gefahren, keine Sorge, ich bin tiefenentspannt. Ja. Aber als Funker, als Fahrer ist das nicht so schlimm, aber als Funker. Ich habe Ihnen ja gesagt, Sie sagen einfach halt aus, was Sie gesehen haben und wenn Sie halt sich nicht mehr dran erinnern können, dann ist es halt so. Und Sie sagen einfach, wie gesagt, die Wahrheit aus und fertig hat sich die Aktion. Na ja, klar. Was Sie noch wissen, wissen Sie, was Sie nicht mehr wissen, wissen Sie nicht. Und wenn was für den Herrn spricht, dann spricht halt was für den Herrn. Na ja, ja. Ist halt einfach so. Ich habe meine Aussage so gegennehmen, also so Aussagen, wie es ja, der Fall war. Genau, deshalb sei ja. Fertig hat sich die Sache. Genau. Dann würde ich mich jetzt gar nicht verrückt machen. Ja, nee, entspannt bleiben. Naja, bevor es losgeht, gehe ich nochmal auf Klo, wa? Ich hoffe, hier kommt hier keiner rein. Selber schuld, ich lese sehr genau. Ich lese gerade sehr, sehr präzise. Ich lese sehr präzise, Mann. Aha, nutzen Sie doch als Büro. Es ist direkt jemand reingekommen, oder? Ist mir direkt wer reingekommen, Chit? Dieses Schwein. Also wirklich, wenn Leute Tanaka heißen, dann weißt du ja direkt, dass du dann wirklich mit den Speerspitzen der Charakterstellung zu tun hast. Hat jemand Interesse an dieser Eier? Mensch. Ja. Noch nicht eingereicht, so. Fühle ich mich gut hier. Die Stühle ist so bequem. Wird bestimmt ein saftiges Schnitzel hier. Ich bin Richter, ja. Für mich auch das erste Mal, dass ich Richter spiele. Ist nicht so, dass ich das öfter mache, sondern es ist mein erstes Mal, dass ich Richter bin, wa? Jo. Ich habe mir gerade nochmal die Akte angeguckt, also die ist hier wirklich sehr, sehr dünn. Ja, ist unheimlich. Ich bin sehr gespannt. Ich auch. Also sagen Sie da keine ich bin, falsche ich Gnade für den Tanaka oder so. Ich sag's Ihnen, wie es ist, wa? Also, ich bin gespannt. Da steht nichts so drin, aber. Eben, ja. Und wir müssen immer dran denken, ist nicht unser Job hier, die Staatsanwaltschaft da in ihrem Job zu unterstützen. Nee. Gut. Alles ja, klar. Dann eine gute Verhandlung. Ja, kriegen wir hin. So, Ladies and Gentlemen, nehmen Sie bitte Ihre Plätze ein. Ich möchte dann auch pünktlich beginnen. Ja? Suchen Sie sich langsam einen Platz, dass wir dann auch gleich starten können. Perfekt. Gut, vielen Dank. Wir verhandeln heute am 20.05. den Fall Umberto Sanchez. Die Staatsanwaltschaft vertreten durch Staatsanwalt Tanaka und Staatsanwalt McElroy.
und der Angeklagte vertreten durch Anwalt Winkler und beisitzender Anwalt Gut. Zumindest glaube ich das. Ja, richtig. Gut, fantastisch. Den Vorsitz hat der Ehrenwende-Richter Wolf. Beisitzende Richter haben wir nicht. Und dann würde ich die Staatsanwaltschaft bitte auffordern, das Eröffnungsplädoyer vorzutragen. Staatsanwalt Tanaka, Sie machen das, ja? Ja. Na dann Feuer frei. Sehr verehrte Damen und Herren, hohes Gericht. Herr Humberto Sanchez wird am 13.05.2022 des Shopraubes und der Geiselnahme bezichtigt von Herrn Marino. Es werden Ihnen Paragraph 12, die Nötigung, Absatz 1 vorgeworfen. Paragraph 13, die Freiheitsberaubung, Absatz 1. Paragraph 17, den Raub, Absatz 2. Die Nummer 22, also Paragraph 22, Vermummungsverbot, Absatz 1. Paragraph 24, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Absatz 1. Und Paragraph 34, Schusswaffen, Absatz 3. Das Führen einer Schusswaffe ohne gültiges Dokument. Als Zeugen sind geladen der Herr Pedersen. Der ja, Herr das, da kommen wir gleich zu, da müssen Sie, das müssen Sie nicht machen. Also die Eröffnungsplädoyer brauchen Sie dafür nicht benutzen. Herr Winkler, Sie sind, also haben Sie sonst noch was? Nein. Alles klar, Herr Winkler, wollen Sie? Ja, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Staatsanwaltschaft, sehr geehrte Damen und Herren, mein Mandant bekennt sich als nicht schuldig. Danke. Alles klar, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir starten die Beweismittelaufnahme und ich gebe zurück an die Staatsanwaltschaft. Dann können Sie jetzt starten mit Ihren Zeugen und der Vorladen dazu. Ja, ich habe als Zeugen den Herrn Pedersen, den Herrn Mendoza und den Herrn Herrmann. Ja, ich schlage vor, dass wir die nicht alle zusammen verhören, sondern dass wir einen nach dem anderen haben. Also holen Sie die nacheinander. Ich wollte Ihnen die schon einmal nennen. Und ich würde am Ende um die Vorlesung der Täteraussage aus den Dokumenten gerne bitten. Ja, dagegen muss ich Einspruch erheben. Der Angeklagte ist hier, da können wir selber befragen. Dem stimme ich zu. Wir werden den Tatverdächtigen in diesem Zusammenhang auch mal Tatverdächtigen nennen und nicht den Täter. Ja, denn das ist das, was wir hier machen zum Feststellen. Natürlich. Und wir werden ihn dann auch anhören, denn es ist ein gutes Recht. Da wir wollen ja hier die Wahrheitsfindung fördern. Also dann rufen Sie Ihren ersten Zeugen auf. Genau. Ich rufe als erstes den Herrn Pedersen auf. Bitten Sie einmal bitte vor. Commander, ich grüße Sie erstmal. Wir hatten heute noch nicht das Vergnügen. Ich belehre Sie trotzdem. Sie müssen die Wahrheit sagen. Da sind Sie ja natürlich durch Ihren Eid gebunden. Und Sie haben nicht das Recht darauf, die Aussage zu verweigern. Haben Sie das verstanden? Oh, Verzeihung, das Mikrofon jetzt. Ja, wunderbar. Ja, habe ich verstanden. Vielen Dank. Sehr gut. Dann Ihr Zeuge, Staatsanwalt. Gut. Die erste Frage, die ich habe, Herr Pedersen, Sie fühlen sich heute in der Lage auszusagen? Absolut. Wunderbar. Dann erzählen Sie einmal bitte, was aus Ihrer Sicht bei dem Fall passiert ist, bei dem Herrn Humberto Sanchez. Was ist an dem besagten Tag passiert? Ja, ich erinnere mich an den Angeklagten hier sehr gut. Da hatten wir einen etwas größer angelegten Einsatz. Initial hat das Ganze begonnen mit einem Dispatch, der bei der Polizei eingegangen ist bezüglich eines Raubüberfalles, der als stillen Alarm bei der Polizeileitstelle eingegangen ist. Die Einsatzkräfte sind angefahren, auch wir sind dann unterstützend angefahren, als eine 1090 gefordert worden war. Denn ein Täter würde sich bewaffnet im Laden befinden und dort diesen ausrauben und das Personal entsprechend dieses Raubes nötigen. Wir hatten eine Verhandlungsführung, das war die gute Frau Davis, die vor Ort war, beziehungsweise Einsatzleitung. Und das Ganze ist dann irgendwann auch eskaliert, nachdem man in Gespräche gekommen ist und keine Lösung fand, hat sich ein Officer eigenständig in Gefahr begeben und hat sich, um da in Kontakt zu treten, mit dem hier anwesenden Angeklagten in ein Gespräch verwickeln lassen. Allerdings war das kein Gespräch, sage ich mal, auf friedlicher Basis, sondern es war stets die Waffe des Angeklagten mit im Spiel. Und der Officer ist dadurch als Geisel umfunktioniert worden, um Forderungen des Täters letzten Endes
geltend machen zu können. Die Forderung war unter anderem der freie Geleit, um fliehen zu dürfen. Ja. Das heißt, alle Officer sollten vor Ort abziehen und damit der Tatverdächtige, hier auch der heute Angeklagte, vom Einsatzort verschwinden kann. Ja. Nach einer kurzen Einsatzplanung haben wir das auch ermöglicht, haben den Bereich um einen Block verlassen aus dem Sichtfeld, haben den Tatverdächtigen in Sicherheit wiegen lassen. Er hat die Beine in die Hand genommen und dann haben wir im Anschluss die Verfolgung gestartet und konnten den Tatverdächtigen ja binnen Sekunden stellen. Und dann war die Situation gelöst. Ja. Gut. Dann habe ich die Frage, um welchen LAN handelt es sich denn? Das ist der sehr bekannte in Liberty City, der mit Abstand bekannteste Burger-Shot hier in Bohen, ne? Der da lang gepriesen da mit diesen Werbekampagnen und so weiter. Da gab es, glaube ich, sogar so Rap-Geschichten waren da noch mit so bei, so Placements und so was. Ja, ja. Guter Laden, guter Laden. Gut. Von welchem Officer, der dort reingegangen ist, sprechen Sie denn? Wie heißt denn der gute... Ah, das war Herr Marino, der Officer, der sich in diese Situation begeben hat, der mittlerweile nicht mehr im Dienste der Polizei ist und laut meinem Kenntnisstand sogar die Stadt verlassen hat. Der ist nach Italien, um sich ein paar Botox-Behandlungen nochmal nachträglich justieren zu lassen. Vielleicht kommt er aber wieder zurück, das ist noch nicht ganz klar. Gut. Woher wissen Sie, dass der Herr Marino da nicht freiwillig war? Woran machen Sie die Situation fest? Naja, ein Täter, der eine Waffe auf ihn richtet, Marino unbewaffnet. Insofern braucht man da als erfahrener Polizist nicht viel zu sagen, außer dass das eine klassische Geiselnahmesituation war oder Freiheitsberaubung. Ja? Naja. Wie hat sich denn die Situation gegen Ende gelöst? Wie bereits geschildert, sind wir auf die Forderungen des hier Angeklagten eingegangen, indem wir den Platz räumten. Er das Gefühl hatte, wir wären verschwunden allesamt, damit er dann still und leise verschwinden kann. Ja, und haben dann insofern trotzdem zugegriffen. Wie gesagt, da waren wir taktisch vorbereitet und die Einsatzpolizei vor Ort hervorragend, sage ich Ihnen. Das war wie nach Lehrbuch. Hervorragende Polizeiarbeit. Ja. Gut. Was ich meine, hat er den Herrn Marino mitgenommen oder gehen lassen oder angeschossen? Ist da irgendwas passiert in der Richtung? Nein, Verletzungen gab es keine. Dann habe ich keine weiteren Fragen. Vielen Dank. Herr Winkler, Sie dürfen? Ja, sehr gerne. Ja, wunderschönen guten Tag, Herr Patterson. Hallo, Herr Winkler. Schön, Sie zu sehen. Ne? Ja, immer wieder gerne. Ja. Sie sagten geradeaus, der Officer Marino, wenn ich Sie da richtig verstanden hatte, hätte sich eigenständig in Gefahr begeben. Was meinten Sie damit? Können Sie das näher erläutern? Ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Wider der Anweisung der Einsatzleitung vor Ort hat sich der Herr Marino entschieden, ohne Absicherung in ein direktes Gespräch mit dem Angeklagten zu verwickeln. Dieses Handeln hatte auch klare interne Konsequenzen bei der Polizei hier als Maßnahme. Denn wenn man in ja, solch eine Situation sich mutwillig begibt, ohne Absicherung, bringt man nicht nur sich selbst, sondern auch die Kollegen drumherum in eine Gefahrensituation. Ja? Und das hätte sehr schnell eskalieren können. Also ist es zum Glück nicht, ja. Ja, wenn ich Sie da richtig verstehe, also ist er freiwillig in das Gebäude reingegangen, ohne dass der Angeklagte gesagt hat, kommen Sie hier rein, und mit der Waffe gefuchtelt. Also er ist eigenständig dort reingegangen, ohne dass er bedroht wurde, ohne dass da irgendetwas passiert ist. Ja, genau das Problem. Ach, deswegen sind Sie Anwalt, das mag ich. Aber nein, sondern er hat sich freiwillig oder sich selbst dazu entschlossen, hier Verhandlungsführer zu werden, ist aber dann unfreiwillig in die Situation gekommen, in diesen Burgerladen gezwungen zu werden. Gezwungen zu werden? Also der Angeklagte hat ihn gezwungen, da reinzugehen? Ja, naja, das soll wohl eine Waffe im Spiel gewesen sein. Das kann ich jetzt so hier leider nur aus den Berichten heraus sagen. Selbst gesehen habe ich den Zeitpunkt hier nicht. Das möchte ich klar festhalten. Okay, also nur, ist nur Spekulation dann.
ihrerseits, dass das so hätte sein müssen, weil sie davon ausgehen. Das ist das, was im Funk war, so ne? Der Funkverkehr. Ja, naja. Okay. Und da hieß es, der ist einfach reingegangen. Ja, richtig. Die Einsatzleitung ist da durch die Decke gegangen. Das war die Frau Davis zu dem Zeitpunkt. Die konnte da überhaupt nicht verstehen, wie es dazu kam und hat dann sehr trotzig erwähnt, dass ja, jetzt wir einen Officer als Geisel haben. Toll. Hat die Frau Davis denn trotzdem noch die Verhandlung geführt mit dem Angeklagten, oder? Im Anschluss, das kann ich jetzt ehrlich gesagt, weil kann ich mich nicht mehr dran erinnern, tut mir leid, nee. Würde ich jetzt nur spekulieren und das will ich nicht. Oder reinraten, nee. Okay, alles klar. Ja gut, viel können Sie ja nicht sagen, also deswegen habe ich keine weiteren Fragen erstmal an Sie. Dankeschön. Ja, sehr gern. Ja. Alles klar, ich habe auch keine weiteren Fragen, Commander Patterson, Sie können Platz nehmen. Wunderbar, und vielen Dank. Staatsanwalt Tanaka, Sie können den nächsten Zeugen aufrufen. Ja, dann rufe ich gern den Herrn Mendoza auf. Warum wird hier die Führungsregel des PDs aufgerufen? Guten Abend, ehrenwerter Richter. Guten Abend, Angeklagter. Captain Mendoza, ich belehre Sie kurz. Sie wissen, dass Sie die Wahrheit sagen müssen. Das verpflichtet sich der Marke nach. Und Sie haben als Polizeibeamter auch nicht das Recht auf ein Aussageverweigerungsrecht. Haben Sie das verstanden? Das habe ich verstanden. Perfekt, dann vielen Dank. Und Staatsanwalt, Ihr Zeuge. Schönen guten Abend. Guten Abend, Mr. Tanaka. Dann, grüße Sie. Herr Mendoza, dann sagen Sie einfach aus, was laut Ihrer Sicht der Dinge geschehen ist. Okay, zwar, wir sind zu einem Einsatzort hinzugezogen als Verstärkungseinheit. Überfallen wurde der Bowen-Burger-Shot, das ist der westliche Bowen-Burger-Shot, weil dort jemand die Kassiererin bedroht hat mit einer Waffe. Da wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Wir sind dann vor Ort angekommen, als schon die Einsatzleitung durch Miss Davis gebildet wurde. Ich glaube, 2 oder 3 Streifen waren auch vor Ort. Dann haben wir die Verhandlung aufgenommen, wo sich dann allerdings Mr. Marino selbstständig Richtung des Tatverdächtigen begeben hat. Der ist ja nah an die Tür rangegangen. Ich glaube, der hat sogar die Tür einen Spalt aufgemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Und der wurde dann, weil er mit erhobenen Händen vor ihm stand und keine Waffe in der Hand hatte, wurde er von dem Angeklagten in den Burgershot reingezwungen, hat ihn dementsprechend genötigt und dann eine Freiheitsberaubung mit ihm durchgeführt, hat ihn bedroht mit der Waffe, sollte den Kollegen draußen sagen, dass ein freies Geleit gewährleistet wird. Und genau, das war eigentlich die Forderung. Dann haben wir dem auch zugestimmt, weil das Leben unseres Kollegen ist sehr wichtig für uns. Haben uns dann einen Block entfernt. Daraufhin begann dann auch die Flucht des Angeklagten und der Angeklagte ist dann Richtung Norden zu Fuß gelaufen. Die Einheiten sind dann hinterhergefahren und haben diesen dann in der nächsten Gasse dingfest machen können. Vielen Dank. Haben Sie persönlich gesehen, wie Herr Marino den Laden betreten hat? Das habe ich nicht gesehen. Ich habe mich hinter einer Ecke versteckt. War eigentlich herum. Gut. Ich hatte die Einsatzleitung im Blick. Haben Sie gesehen, wie der Täter die Waffe auf den Herrn anschließend gerichtet hatte, nachdem er in den Laden ging? Ich habe einmal gesehen, dass er eine Waffe in der Hand hatte, aber gerichtet habe ich nicht konkret gesehen. Gut. Wie gesagt, ich war hinter einer Ecke versteckt. Aber er hatte die in der Hand, okay. Als der Täter geflüchtet ist, hat er dies bewaffnet oder unbewaffnet? Er ist bewaffnet geflüchtet und hat auch die Waffe auf uns gerichtet, als wir ihn gestellt haben. Aber nach Aufforderung, diese Waffe niederzulegen, ist er dem auch nachgekommen. Gut. War der potenzielle Herr vermummt? Es geht den Angeklagten. War der Herr vermummt oder ja. Unkenntlich? War ja. Gut. Dann danke ich Ihnen. Von meiner Seite aus keine weiteren Fragen. Herr Winkler, Sie dürfen. Ja, Mr. Mendoza, wunderschönen guten Abend, Tag. Mr. Winkler. Wir sehen uns auch jeden Abend, oder? Ja, öfters sogar. Sehr gut, sehr gut.
Ich muss auch noch mal Sie nachfragen, genau das Gleiche, was ich Herrn Ding schon gefragt habe. Also ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, deswegen muss ich leider noch mal fragen. Machen Sie, gerne. Also der Herr Marino ist dort freiwillig mit erhobenen Händen hingegangen, Richtung Eingang und ist dann einfach da reinmarschiert? Er wollte wohl die Situation auf seine Art und Weise klären, ist meine Vermutung, ich kann Ihnen das nicht sagen. Ja. Es gab ein Gespräch hinterher mit Mr. Pike. Ja. Allerdings ist er dorthin gegangen. Er wollte die Situation, ich vermute, friedlich lösen mit Worten, wurde dann aber von dem Angeklagten genötigt, in den Laden reinzugehen, weil er eine Waffe in der Hand hatte. Das vermuten Sie? Das habe ich gehört. Ich habe gehört, wie der Angeklagte dem Mr. Marino aufgefordert hat, in den Laden zu gehen. Ich war ja hinter einer Ecke versteckt. Aha, okay. Was genau hat er gesagt? Ich kann das nicht wortwörtlich sagen. Ja, wenn Sie es gehört haben, müssen Sie es ja wortwörtlich sagen können. Das ist 3 Wochen her. 2 Wochen. Nee, das ist 1 Woche her. 13.05. war der Tattag. Das ist genau 1 Woche her. Ich habe mir, wie gesagt, keine Notizen gemacht. Aber ungefähr in Wortlauten, dass er sich in den Laden begeben soll. Hat er gesagt, kommen Sie bitte rein, lassen Sie uns reden? Oder hat er gesagt, los, sofort reinkommen, du Arschloch? Was genau hat er gesagt? Wie gesagt, das kann ich Ihnen nicht mehr wortwörtlich wiedergeben. Mhm. Okay, alles klar. Ich möchte auch keine Falschaussage begehen. Gut. Ja gut, dann habe ich erstmal keine weiteren Fragen, danke. Captain Mendoza, vielen Dank. Ich habe auch keine weiteren Fragen. Dann sind Sie entlassen und können hinten wieder Platz nehmen. Perfekt. Staatsanwalt Tanaka, haben Sie denn sonst noch einen Zeugen zum Aufrufen? Ja, ich habe sonst noch den Herrn Hermann, ebenfalls vom PD. Gut, Herr Hermann, dann bitte einmal in den Zeugenstand. Herr Hermann, ich belehre Sie ebenso. Auf Basis des Eids, an den Sie gebunden sind als Polizeibeamter, müssen Sie die Wahrheit sagen und Sie haben ebenso kein Recht darauf, die Aussage zu verweigern. Haben Sie das verstanden, Herr Hermann? So verstanden, ja. Ja, vielen Dank. Dann Staatsanwalt, Ihr Zeuge. Herr Hermann, dann fordere ich Sie dazu auf, dass Sie uns aus Ihrer Sicht noch einmal schildern, was an dem Abend passiert ist. Okay. Also ich war der Streifenpartner von der PD 64 Davis und wir wurden zu dem Shopraub gerufen. Sind dann da angekommen. Der Herr Marino war dann auch schon mit seiner Streife dann vor Ort und haben dann im Laden gesehen, wie ein Herr sich da drinnen aufgehalten hat, der mit Waffengewalt dort einen Überfall begangen hat. Ich habe mich dann aus der Seite des Autos positioniert, auf der westlichen Seite des Gebäudes und hatte dann alles im Blick. Der Herr Marino, also die Frau Davis, hatte die Einsatzleitung. Und soweit hatten wir dann eigentlich mehr oder weniger das Vorhaben, uns von dem Tatort zurückzuziehen, um den Forderungen des Herrn erstmal Folge zu leisten, um dann später zuzuschlagen. Das ist dann aber mehr oder weniger anders in eine andere Richtung geschlagen, da der Herr Marino sich dann dazu entschieden hat, nochmal in das Gespräch mit den Tatverdächtigen zu gehen. Und dieser hat dann das Gespräch erstmal widerwortend missachtet, bis er sich dann doch dazu entschlossen hat, auf das Gespräch mit Herrn Marino einzugehen. Dann ist es so weit gekommen, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, wir ziehen ab und probieren den Plan dann in die Tat umzusetzen, bis dann zu dem Zeitpunkt Folgendes passiert ist, dass der Herr Marino sich nochmal Richtung den Laden begeben hat und nochmal das Gespräch mit dem Tatverdächtigen gesucht hat. Dieser dann mit einer Waffe bedroht wurde und der Marino dann in den Laden hineingegangen ist. Was der Tatverdächtige dazu gesagt hat, das konnte ich leider nicht hören. Ich habe nur gesehen, wie er mit erhobenen Händen in den Laden reinging. Demzufolge haben wir uns erstmal dazu positioniert, wieder anzufahren, alle Streifen wieder zurückzurufen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, sich andersweitig zu positionieren, um dann die Forderungen des Angeklagten nochmal zu hören, unter der Bedingung einer Geisel. Als nächstes sind wir dann wieder ins Auto
eingestiegen, weil der Herr gefordert hatte auf freien Abzug. Sind dann ins Auto wieder eingestiegen, haben uns andersweitig positioniert und der Herr Marino wurde dann eingelassen oder ist dann mit dem Tatverdächtigen aus dem Laden heraus und ist dann geflüchtet und konnte dann in der nächsten Seitengasse gestellt werden. So. Gut. Dann habe ich die Frage, Sie sagten ja, Sie waren mit der Frau Davis dort. Waren korrekt. Sie von Anfang an vor Ort? Oder zeitgleich, ja, mit dem Herrn Marino? Zeitgleich, wir waren die Ersten mit an dem Tatort. Sie haben also die Situation von Anfang an mitverfolgen können? Genau. Gut. War der Herr, um den es heute geht, vermummt? Ja. Er hat eine Waffe in der Hand bereits gehabt? Das ist so korrekt. Was war das für eine Waffe? Normale Handfeuerwaffe. Gut, also eine Schusswaffe. Genau. Und als der Herr Marino reinging, oder davor war, hat der Herr dort auch eine Waffe in der Hand gehabt? Er hat erst ohne eine Waffe das Gespräch gesucht und zum zweiten Zeitpunkt, wo Herr Marino das Gespräch nochmal suchte, hatte er eine Waffe in der Hand, ja. Gab es denn Forderungen, die von Ihnen oder Herr Marino erfüllt werden sollten? Freies Geleit nach draußen. Er brauchte freien Abzug. Aber sonst nichts zusätzlich gefordert? Also nicht, dass ich wüsste, nein. Also das ist das Einzige, was ich gehört habe. Er wollte freies Geleit nach draußen. Also er wollte weg. Konnten Sie die Flucht dann beobachten? So negativ. Wir haben ihn dann nur noch in der Seitengasse stellen können. Das ist das, was ich gesehen habe. Wir waren zwei Häuserblocks weiter. Hatte der Herr zu dem Zeitpunkt noch eine Schusswaffe in der Hand? Oder eine andere Waffe? Zu dem Zeitpunkt der Flucht? Ja, zu dem Zeitpunkt der Flucht, als Sie ihn wieder gesehen haben. Kann ich nicht sagen. Ich habe ihn dann nur noch gestellt gesehen. Gut. Welchen Eindruck hat er das gemacht? Ging der Herr Marino freiwillig rein? Also war das eher freundschaftlich oder hatten Sie schon den... Welchen Eindruck hatten Sie? Also der Marino ist immer ein Freund der lieben Worte gewesen und probiert alles mit Worten zu regeln. Und hat es halt nochmal auf die gute Art und Weise versucht und wurde dann mehr oder weniger bestraft. Gut. Die Bestrafung äußerte sich... Wie durch? Also woran machen Sie das fest, dass der Herr... Er wurde als Geisel genommen. ...bestraft wurde? Gut. Also ging er nicht freiwillig in diesem Laden? Nee. Dann danke ich Ihnen. Ja. Ich hätte noch eine Frage, Herr Richter. Ja, Staatsanwalt McElroy, Sie dürfen. Nur eine ganz kurze Frage. Können Sie sich erinnern, ob der Tatverdächtige irgendwelche Aussagen oder Drohungen getätigt hat? Nein. Okay, keine weiteren Fragen. Alles klar, dann Herr Winkler, Sie dürfen. Ja, wunderschönen guten Tag, Herr Herrmann. Guten Tag, Herr Winkler. Wir kennen uns, glaube ich, noch gar nicht. Nee, wir haben uns nur vom Sehen her, kenne ich Sie. Ja, okay, super. Endlich mal ein neues Gesicht, freut mich. Ich muss noch mal auf die Situation, ich muss Sie auch noch mal fragen. Na klar. Es tut mir wirklich leid, dass ich hier andauernd dieselbe Frage stellen muss. Aber was genau hat der Angeklagte denn zu dem Herrn Marino gesagt? Kommen Sie sofort hier rein oder ist Herr Marino da auf den Angeklagten zugegangen? Ich möchte gerne rein mit Ihnen reden oder? Ich konnte das leider nicht hören. Ich habe nur gesehen, dass der Herr Marino die Hände oben hatte mit einmal und eine Waffe. Ich habe eine Waffe gesehen. Ja, okay. Also Sie haben gesehen, wie er mit erhobenen Händen reingegangen ist. Sie konnten aber nichts von dem Gespräch hören, was stattgefunden hat. Okay. Gut, aber die Waffe haben Sie eindeutig erkannt, dass das eine Waffe war. Und so 100%, ja. Kein Handy, kein Messer, kein, also es war eine Handfeuerwaffe. Es war eine Handfeuerwaffe, 100%. Mhm. Okay. Ja gut, ansonsten, ja, ist ja immer das Gleiche. Ansonsten, ja, sagen Sie genau das Gleiche wie die anderen. Also genaues mitbekommen haben Sie da nicht, was Herr Marino gesagt hat. Supi, danke. Ja. Gut,
Dann, Herr Herrmann, vielen Dank. Und Sie dürfen dann hinten wieder Platz nehmen. Okay. So, hat die Staatsanwaltschaft denn noch Zeugen zum Aufrufen? Der Herr Patterson, den hätte ich gerne noch einmal kurz in den Zeugenstand. Sie wollen Herr Patterson erneut aufrufen, okay? Genau. Natürlich. Herr Patterson? Herr Patterson? Ich spare mir jetzt die Vereinigung, die gilt von vorhin. Ja, hatten wir, ne? Klar, super. Herr Patterson. Ja. Haben Sie von Ihrer Seite aus Forderungen oder Beleidigungen gehört? Beleidigungen, weniger eher Bedrohungen, ne? Also, ich erinnere mich da gerade noch an etwas, da sagte er sowas wie, entweder wir verschwinden hier oder seine 17 Kollegen, die er dabei hat, mit automatischen Waffen würden hier ein Blutbad an alle Officer ausrichten. Ja, daran erinnere ich mich noch sehr gut. Ja? Digga, Bedrohung und Beleidigung stehen nicht mal in der Anklage. Die würden wohl in den Blocks da drumherum versteckt sein und würden auf seinen Befehl warten, wenn er da sein Handy zückt. Ja, so eine Aktion. Ja? Also die Bedrohungslage, also ich sag's Ihnen, ich habe ihn nicht für voll genommen, bin ich ehrlich mit Ihnen, ja? Weil das klang für mich so wie ein bisschen wie Hollywood, ne? 17 Kollegen, geht aber in den Burgerladen, um ein paar Burger zu klauen. Ja, aber grundsätzlich war da die Bedrohungslage eine andere und da muss man das entsprechend ernst nehmen, ne? Klar. Gut, er hat aber gedroht, dass die Herren Schnellfeuerwaffen haben. Ja, ich das richtig verstanden? Richtig, ganz genau. Er drohte da mit schweren Waffen, ne? Die Kollegen da, ne? Der ganze Mafia hat er dabei, Gorillas hat er dabei, sage ich Ihnen. Ja, eine Armee. Gut. Konnte herausgestellt werden, ob sonst noch ein Täter vor Ort war oder ob der hier allein war? Ja, wir haben die Gegend haben wir auf jeden Fall überprüft, ja, und haben mal geschaut. Wir sind auch ein bisschen um den Block gefahren, haben alles überprüft, ob da jemand irgendwo in den Gassen hängt oder so. Alles blitzoblanko, da waren nur ein paar so Zeitungsausträge und ich erinnere mich noch, irgendein Schuhputzer war da an der Gasse bei Bohin, da beim alten Fahrradgeschäft, kennen Sie das? Aber ansonsten war da nichts weiter, nee. Gut, Sie wurden auch nicht bedroht oder hatten gesehen, dass jemand eine Waffe, welche Art auch immer, in der Hand hielt? Ja doch, der Angeklagte hielt definitiv eine Waffe in der Hand, das habe ich auch selber gesehen, ne, wie vorhin auch schon ausgesagt. Mhm. Aber zu dem Wortwechsel kann ich da tatsächlich wenig sagen, nur das, was dann im Funk gemeldet worden war. Ja. Nein, ich meinte letzten Endes, ob die Leute, die Sie dort gesehen haben, ach so, so vorkam, den Schuhputzer und so weiter. Ja, na, Quatsch, nee, das waren so Kids, ein paar, ne, in der Ecke, wollten sich ein paar Penny verdienen, so, ne? Nee, um Gottes Willen, ne? Also der Herr war allein. Der war absolut allein, sein Geschwafel von seinen 17 Leuten für einen Bürgerschattraub. Ja, naja. Aber es ging um die Bedrohungslage, ne? Wir hatten da schon mal so ein paar Straßengangster, das war, ja. Uiuiui. Gut, also hat er ihn damit gedroht, auf jeden Fall. Ja, das hat er. Gut, wer hat das noch alles gehört, die Drohung? Das dürften einige vernommen haben, die da auch vor Ort waren. Das wurde auch dann im Funk durchgegeben, wenn ich mich recht entsinne. Deswegen war auch die Forderung akut, den Bereich einmal zu räumen. Die Einsatzleitung hat das ernst genommen. Ja, und an nähere Details erinnere ich mich tatsächlich jetzt nicht mehr. Gut, die letzte Frage von meiner Seite aus. Während des gesamten Einsatzes wurde kein Officer verletzt oder gab es da den Versuch oder die Vollendung? Nein. Wir haben, also es wurde nicht ein Schuss abgefeuert, ne? Das lief alles verletzungsfrei. Gut, dann danke ich Ihnen. Keine weiteren Fragen. Ja, sehr gern. Herr Winkler, haben Sie noch eine Rückfrage? Ja, natürlich.